Ich bin wieder soweit und die Gruppe auch. Bitte nimmt Platz. Ich begrüße Herrn Bernhard Geiler, der zu uns gekommen ist von VDG. Ich würde Sie gerne erleben. Herzlich willkommen mit dem Logo. Vor uns wird gerade die Gruppe aus Launchnik auftreten. Frau Dorotta Haberecht ist die Betreuerin. Und wir sind auch das erste Mal dabei. Und das Stück heißt Die Entscheidung. Viel Spaß! Bis 5 ist dann die Steamhäuser und die Kinder lieb. Seit 15, dass das Geld zur Adoption freigibt. Dass ein Solier die ewig sissen. Mit 16, dass es gern zum Mond aufschissen. Mit 18 möchten's gern noch Biene Maya sehen. Mit 15 springen sie im Zimmer um schon Flaschen drehen. Mit 10 bringst das noch zum Schlittschuhlaufen. Mit 15 holst das ab vom Kummersaufen. Na und? Und was ist mit meinem Sommercamp? Letztes Jahr durfte ich schon nicht hin. Du fährst nirgends wohin. Ist es dein Ernst? Hans, ich bitte dich, du bist ein 16. Ihr hattet doch nie Träume. Wir haben alles möglich gemacht. Und was bringt mir das, wenn ihr mich hier einsperrt? Das ist dein Zuhause. Oh, ich scheiß auf mein Zuhause, ich scheiß auf euch und auf diese ganze Scheiße hier. Mach dies, mach das, räum mir dein Zimmer auf, decke den Tisch. Ich hab keinen Bock mehr auf sie. Ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Hey, was ist los? Hey, ich habe mich mit meinen Alten gestritten. Verstehe, was? Um das, was immer. Also was, keine Ahnung, was wie immer bedeutet. Sie haben es mir verboten, beim Sommercamp mitzumachen. Vielleicht lassen sie nach. Wer war das? Niemand wichtiger. Hör mal, ich habe eine tolle Idee. Du willst dich doch für einen Moment frei fühlen, dich amüsieren, ein bisschen relaxen. Nimm doch endlich ab. Nein, das sind nur meine verkackten Alten. Also wie du meinst, dann komm. Denk nicht so lange nach. Ich sehe, du brauchst eine richtige Entspannung. Komm. Ich lockere dich auf. Wenn ich doch nur irgendwas für die Nase dabei hätte. Ein bisschen Kokain. Ein kleines Näschen von Itchys Schrottbeat würde auch schon reichen. Das Kribbeln in der Nase. Der taube Gaumen. Der bittere Geschmack, der langsam den Hals runterläuft. Das wäre schön. Simon, möchtest du auch? Ich weiß nicht. Sei nicht kindisch. Und was ist, wenn jemand davon was mitbekommt? Wenn jemand es erfährt? Ich laufe doch nicht zu deinen Alten und singe es ihnen vor. Meine Mama hat die ganze Zeit erzählt. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das war Spaß. Ich bin krass, ich geh krass.
Ja, und da unten ist doch der Topf vollgefüllt mit Gold. Alter, irgendwas stimmt mit mir nicht. Sei nicht kindisch. Was für Geld. Das ist so. Alles hat ein Ende. Nein, aber echt. Mein Kopf tut so weh. Ey Hans, spiele nicht. Das für Geld, das ist so. Nein, warte. Es geht mir echt schlecht. Ich muss schon verschwinden. Also Hans. Ich hau mal ab und man hört sie. Nein, warte. Tschüss. Lass mich hier nicht alleine. Warte. Ey, warte. Mein Bruder, was machst du hier? Was? Wo bin ich? Wer bist du? Bist du der Erlöser? Bin ich im Himmel? Wo sind deine Engel? Nein, mein Bruder, du bist hier im Park. Im Park? Du siehst ganz blass und erschöpft aus. Was ist dir passiert? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich bin von zu Hause weggelaufen und ich habe irgendetwas Dummes getan. Ach, du Arme. Du hast Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich helfe dir und lasse dich nie im Stich. Wer bist du überhaupt? Ich und die anderen bilden eine Gemeinschaft. Wir haben eine ausgebaute Machtstruktur, die solchen Menschen wie dir hilft, die auch einsam, verlassen und irgendwie den Sinn ihres Seins verloren haben. Bin ich so jemand? Ja, solche Personen erkenne ich gleich. Aber mit uns erfüllst du dich ganz. Mit uns? Wir leiten dich in dein und unser Glück. Wir geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Geben dir Freunde, die dich unterstützen. Passe dich uns nur an und unseren Regeln. Und dafür geben wir dir dem Lebensziel, nach dem du strebst. Woher weißt du, wonach ich suche, was ich brauche? Vertraue mir. Ich sehe es. Habe keine Angst. Mit uns erfüllst du dich ganz. Mit uns? Seit langem suchst du uns und jetzt hast du die einmalige Chance, zu uns zu gehören. Und wenn's
Du erinnerst mich an meine kleine Schwester. Warum? Um ehrlich zu sein, weiß ich es selber nicht. Warum weißt du es nicht? Das ist so leicht. Woher kommst du? Bist du hier alleine gekommen, ohne deine Schwester? Schau mal, das ist meine Mutti. Ich liebe sie so sehr. Jeden Tag nimmt sie mich in den Park. Ich liebe den Park. Was machst du am liebsten? Man kann alles mögen. Süßigkeiten, Wolken, den Vogelgesang. Aber da gibt es einen Nachteil beim Mögen. Welchen? Man kann es leicht vermissen. Rudi! Oh, gerade jetzt rufe ich meine Mutti. Grüße deine Schwester von mir. Ich möchte sie vielleicht einmal kennenlernen. Bis dann. Tschüss. Und wieder bin ich alleine. Wieder habe ich niemanden, mit dem ich reden kann. Verdammt. Vielleicht sollte ich von zu Hause nicht weglaufen. Meine Eltern sind sicher besorgt. Das war eine dumme Idee. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hallo Kleiner, wohin gehst du in dieser Vorzeit? Sorry, Jungs, ich beeile mich. Lass mich einfach durch. Leid, Sonne. Will ich hinfahren? Was machen wir mit Kleiner? Nein, danke, ich habe schon ein Taxi bestellt. Na und? Lass ich nicht wieder. Hilfe! Hey, was macht ihr da? Lass mich los! Das war meine Geschichte, meine Entscheidungen, nicht immer gute. Für Fehler muss man zahlen, manchmal einen hohen Preis. Passt auf, dass euer Preis nicht so hoch sein wird. Das war meine Geschichte und wie sie endet, bestimmt jeder für sich. Thank you.
Albrecht, kommen Sie auch mit dazu? Kommt ihr? Hallo. Lautschnick. Vielen Dank. Super, Dankeschön. Wir warten noch auf eure Betreuerin. Aber ich kann schon fragen, oder? Ja, eigentlich schon. Super, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Zuerst haben wir alle Ideen auf ein Blatt Papier untergeschrieben und dann haben wir irgendwie etwas ausgewählt und wir haben das alles zusammen gemischt und da ist die Geschichte entstanden. Okay, ich habe gehört, da gab es ein bisschen Stress, welche Musik tatsächlich im Stück drin sein soll. Da war die Betreuerin nicht derselben Meinung wie die Jugend, da hat gewonnen. Die Jugend? So, ja, eigentlich war das eine Mischung von unserer Entscheidung und der ja, ein Kompromiss. Ja. Also es ist Mutter und Tochter, es macht sich leichter. Ne? So, was war das Schwierigste für euch? Wir hatten sehr viel Zeitmangel, weil wir sehr spät nach Hause kommen und wir konnten uns nicht immer rechtzeitig treffen, aber dass alle auf der Probe sind. Ich glaube, das war das Schwierigste. Ja, wir gehen jetzt auch ins Beziehung und ja, wir haben jeden Tag so 9 Lektionen und ja, 9 Unterrichtsstunden und das war ein großes Problem, sich zusammenzutreffen. Ich weiß, ihr wart sehr unsicher bis zum letzten Moment und hat sehr gebannt, aber dafür finde ich, habt ihr es echt super hingekriegt. Vielen Dank euch dafür und für Frau Habereit. Möchten Sie noch was sagen? Ist Stress vorbei? Ich möchte nur sagen, dass ich sehr stolz auf meine Gruppe bin. Danke. Dankeschön, Applaus.